Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Trainsim World 2 hier auf dem Kanal. Und wir sind mit Spirit of Steam heute unterwegs und ich hoffe, dass das Szenario funktioniert. Gab nämlich mit diesem Szenario, was wir jetzt spielen wollen, schon mal erste Probleme. Reibungslose, regelrechte Rettung soll es sein. Und dort kommt es wohl zu einem Deadlock im späteren Verlauf des Szenarios, in dem ich auch schon einmal gesteckt bin. Ich hoffe, das funktioniert heute, dass es einfach nur ein blöder Zufall war. Aber das schauen wir uns jetzt mal an und dann gucken wir mal. Das Video ist so ein bisschen so eine Vorsichtsaufnahme für den Fall, dass DTG sich nicht an die Abmachung oder ans Besprochene hält und mir das neue DLC vorab zur Verfügung stellt, weil eigentlich wollte ich ja heute das neue DLC schon präsentieren. Also wenn ihr das Video jetzt heute auf Montag seht, dann ist das DLC nicht da. Oder noch nicht da. Ansonsten werdet ihr heute Abend am Montag dann auch abends noch einen Livestream bekommen. Willkommen in Crew Bradford, Hall Rangierbeinhof. Ein Fahrdienstleiter hat uns angerufen, um uns über einen Jubiläausfall an der Acton Bridge zu informieren. Jo, alles klar. Ich weiß schon so ein bisschen, was passiert, deswegen nicht verwundern, dass ich jetzt unter Umständen vielleicht mal vorgreife. Wir fahren zur Hilfe einer leichten Lokomotive hin. Ja, leicht ist gut. Also wir kuppeln erstmal die Wagen gleich ab. Warte mal, bis das Szenario auch sagt, was jetzt hier abgeht. Und diese kleinen Wagen so niedlich. So, wir kuppeln mal ab hier. Dann steigen wir auf unsere Dampflöckli. Tick, tick. Türe zu. Und einmal hinsetzen. So, jetzt hoffe ich, dass ich das Ding hier noch ohne weiteres zum Laufen kriege. Also, erstmal den hier mal voll auf. Und dann öffnen sie die Regler, um in Bewegung zu kommen. Auf geht's. So, stellen sie die Zylinder auf geschlossen. Auch dieses. Kein Problem, machen wir. Anscheinend komme ich doch noch ganz gut klar mit dem Ding. Ich meine, ist ja auch kein Hexenwerk hier, die Dampflokomotiven. Machen wir erstmal mit gemütlichen 20 km/h raus. Auf der Strecke muss ich immer die Signalübersicht nach vorne anhaben, weil ich da noch nicht so ganz gefestigt bin. Wie das mit den Signalen, also ich tendenziell weiß ich, wie die Signale funktionieren, nur die Standorte, die sind halt für mich manchmal ein bisschen merkwürdig. Ich gebe noch mal ein bisschen Gas, dass wir auf die 20 noch kommen. Und dann popeln wir uns hier erstmal durch den Bahnhof. Ruhe. Profi vergreift sich gerade an der Heidi von der vom Mini-Flauschi. Ah, die wird jeden Tag frecher, macht jeden Tag mehr kaputt hier. Aber so soll das. Der Hund soll auch Hund sein. Aber er soll halt nicht das Spielzeug vom Mini-Flauschi kaputt machen. Vor allem nicht das Zeug, was wir im Holiday Park für ein Arschvergeld gekauft haben. Ein bisschen zu viel Dampf. Oh, den manuellen Heizer haben wir immer noch nicht. Der kommt aber noch mit einem Patch auf der Roadmap drauf gestanden. Jetzt habe ich das Haar noch erwischt. Und jetzt Telefon hier wieder. Das war
Die Diensteinteilung, wollt ihr wissen, ob ich morgen wieder gesund bin? Ich werde ja nachher zum Arzt gehen und mir morgen eine Spritze holen, um den Nerv wieder frei zu machen. Weil ich mich dann ja wieder besser normal bewegen kann und dadurch die Schonhaltung so ein bisschen weggeht. Und dabei springt dann der Nerv normalerweise immer so ein bisschen raus. Das ist immer ein bisschen doof, wenn man irgendwas mit den Knochen oder mit irgendwelchen Nerven hat oder so. Wenn man dann eine Schonhaltung einnimmt, dann hat man eigentlich keine Chance, dass der Körper sich selber regeneriert. Deswegen meine Empfehlung auch immer gucken, dass ihr möglichst in keine Schonhaltung verfallt, um irgendwelche Schmerzen zu verhindern oder so. Dann lieber den Schmerz ein bisschen ertragen, zwei Ibuprofen einschmeißen und gut ist. So habe ich das schon immer gehandhabt. Und deswegen auch die Spritze, da sollen wir einmal hinten im Rücken was reinjagen, dass die Schmerzen da an der Stelle betäubt sind. Dann kann ich mich auch wieder normal bewegen und dann sollte der Nerv eigentlich wieder rausspringen. Das ist ja ein Nerv, ist ja nicht direkt auf der Wirbelsäule der Schmerz. Ja, dann können wir mal richtig Gas geben hier. Dann können wir das Löckli mal ein bisschen prügeln. Ab geht's auf die freie Strecke. 14 Meilen gilt es zu fahren. Ein bisschen mehr Zugkraft auf die Antriebsbalken bringen. Da neigt er wieder zum Schleudern, der Kollege. Oh, alter Verwalter. Wackelt aber ganz schön die Karre. Hui! Achterbahn! Auf geht's, die wilde Luzi. Hört sie sich aber grausam an. Als würde sie sich immer wieder verschlucken. Oh, geht aber ganz schön ab, die Karre. Mal kurz hier für ein bisschen Sicherheit sorgen. Nach deutschem Vorbild. Warum hört sich das auch immer so beschissen an? Warum sonst nicht so? Naja. Was will man tun? Ex. Mal wieder zu viel Dampf im Kessel. Hoffe ich mal, dass das hier alles funktioniert. Wäre nämlich schade, wenn ich wieder eine Dreiviertelstunde in die Tonne treten muss. Habe ich nicht so richtig Bock drauf.
ist auf jeden Fall, also das mit dem Sound scheint auf jeden Fall mal ein Bug zu sein, weil die restlichen Sound-Sachen, die funktionieren ja vernünftig. Das ist nur das Laufgeräusch, was so ein bisschen verschluckt wird. Fällt mir jetzt aber auch zum ersten Mal auf. Also das ist mir bis jetzt noch nicht so bewusst gewesen, dass es so ist. Wir haben ja immerhin schon mal ein Update von dem DLC bekommen. Das heißt, es kann durchaus auch daran liegen. Das ist sehr laut, ne? Für euch. Mal angewöhnen, bei der Dampfloks den Sound ein bisschen runterzustellen. Dass ich überhaupt noch zu hören bin. Das, glaube ich, ist auch beim letzten Szenario angemerkt worden, dass man den Dampfloks auch ein bisschen den Sound runterdrehen soll. Aber jetzt sollte es ganz gut funktionieren. Na, da kommt uns das erste Töff-Töff entgegen. Aber relativ gut am Laufen ist das Ding. Das verliert kaum Geschwindigkeit, obwohl ich jetzt schon die ganze Zeit ohne Dampf hier durch die Gegend rolle. Wobei wir so ein bisschen Dampf immer auf den Zylindern haben. Großartiger Vorteil von dem ganzen Dampflok-Gedöns ist natürlich, dass wir hier überhaupt gar keine Zugsicherungssysteme haben, sondern wir fahren einfach. Jetzt regnet es auch noch. Wo ist denn Madame Wuff? Aber noch 6 Meilen. Und 100 Meilen sind wir mit dem Ding jetzt gefahren. Gibt keine Errungenschaft dafür. Noch 4,5 Meilen. Aber Geschwindigkeitsänderung noch keine absehbar. Sollte jetzt aber gleich dazukommen. Wir werden gleich in den Bahnhof mal kurz aufs Nebengleis wechseln, um einen Zug drumherum fahren. Also wie gesagt, ich habe das Szenario bis zu einem bestimmten Spiel, bis zu einem gewissen Punkt schon mal gespielt, aber ab da ging es halt einfach nicht weiter. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Weil ich kenne auch Leute, wo es funktioniert hat. Das ist wohl so ein bisschen Zufallstreffer.
erzählt meiner Oma auch mal mit den Signalen, was ich da vorhin gesagt habe, dass man nicht so richtig erkennt, wo welches Signal wie wann wohin gehört. Ein bisschen anbremsen, dass wir nicht zu schnell auf den Bahnhof zufahren. 2 Meilen haben wir noch. Leicht bergab. Die Dampfbremse funktioniert ja anscheinend ganz gut. Da können wir uns ruhig ein bisschen Zeit lassen mit den Bremsen. Runter. So, dann lassen wir mal 50 stehen und dann gucken wir mal. Wie das gleich funktioniert. Jetzt haben wir ein Lichtsignal ausnahmsweise mal. Gab es in den 70ern anscheinend auch schon. Jetzt bremsen wir runter auf die 15. Wobei haben wir immer noch Zeit. Gehen wir erstmal auf 30, 36, passt. Lassen wir noch 500 Yard runterrollen und dann bremsen wir mal weiter ein. Ich sehe die Dampfbremse, wenn man mit der Lok alleine unterwegs ist, dann funktioniert das wunderbar. Wird übrigens bedient wie die Lokbremse, ne? Das heißt, ihr bremst in dem Moment eigentlich nur die Lok selber ab. Also nicht benutzen, wenn ihr Wagen hinten dran habt. Sonst kann es gerne mal passieren, dass ihr ins Rutschen kommt. Dann da vorne sehen wir schon den Personenwagen. Das ist den Zug, den wir jetzt abschleppen. Mit der kaputten Jubilee. Einmal drumherum. Nur ein bisschen beschleunigen. Ihr müsst hinten gleich wieder über eine 15er Weiche drüber. Noch 85 Yard. Noch einmal den Rückwärtsgang rein. Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit, also einmal Rückwärtsgang. Das Signal ist eigentlich noch zu. Aber wir haben ja die Erlaubnis, dran vorbeizufahren.
Und dann kuppeln wir mal vorsichtig auf. Auf jeden Fall mal ein sehr schönes Szenario mit dem Zug zum Abschleppen. Ist mal ein bisschen was anderes. Werden wir die Woche nochmal sehen bei der G6. Nee, gar nicht. Das Szenario haben wir schon gemacht bei der G6. Ganz vorsichtig mit dem Aufkoppeln. Dann mit dem Aufdrücken. Sicherheitshalt. Und dann wollen wir mal langsam drauf dönsen hier. So, dann sind wir drauf. So, dann wollen wir mal eben kurz in die Innenansicht wechseln. Dann machen wir hier mal die Kombibremse fest. Und dann gucken wir, ob wir nah genug drauf sind oder ob wir noch mal ein bisschen aufdrücken müssen. Aber das sieht hier doch ganz gut aus. Dann kuppeln wir mal. So, wir fahren bis Runcorn, um die Fahrgäste auszuladen und stellen anschließend den Zug in Speak Junction ab. Gut, wir steigen wieder ein. Setzen uns auf unseren Gedöns hier. Dann machen wir den Rückwärtsgang mal raus. Dann wieder auf Vorwärts. Dann müssen wir nochmal kurz in die Innenansicht, machen die Zylinderhähne auf. Dann würde ich sagen, die Kombibremse auf lösen und auf geht's. Thumbnail. Hier machen wir wieder zu. Dann machen wir die Zylinderhähne zu, damit wir mehr Power kriegen. Und dann würde ich sagen, auf geht's nach Runcorn. 7,5 Meilen. Mit der kaputten Jubilee hinten dran. Wollte ich die Siefer drücken. Oh, geil. Die Siefer. Dann geht das los hier. Jetzt dran denken, dass ihr nicht mehr die Dampfbremse benutzt, sondern die kombinierte Bremse. Das heißt, dass der komplette Wagenpark gebremst wird. Wenn ihr jetzt gleich in Runcorn anhaltet. Wieder die Siefer gedrückt. Dämlich ist er schon, der Rama. Leistung rausnehmen.
das Schleudern an. Wo es leicht bergab geht. Kommt denn die 50 aber mal her? Schleudert immer wieder. Machen wir mal die Hähnchen auf hier. Ganz schön kämpfen. Aber es ist aber im Regen kein Wunder. Wir haben mal leicht schlüpfrige Schienen. Den Sand runterkloppen. Vielleicht funktioniert's. Da tut sich nicht viel. Die hintere Lok eigentlich mit Lokpersonal besetzt. Muss mich interessieren. Nö, kein Lokführer da. Aber Fahrgäste haben wir. Dass ich irgendwie mehr Dampf auf die Zylinder kriege. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Dampf. Dann schipp mal ein bisschen schneller da, Kollege. Wir verhungern ja hier fast am Berg. Aber das mit den Dampfloks, das habe ich noch nicht sogar hundertprozentig raus. Wird aber mal wieder ein bisschen flacher. Ich brauche mehr Dampf auf den Zylindern. Oh, jetzt wird er wieder schneller. Jetzt geht's bergab.
Haben noch 3,1 Meilen bis Runcorn. Und der Regen hat auch aufgehört. Wunderbar. Da muss ich mich auch immer dran gewöhnen, dass wir hier auf der linken Seite auch noch eine Ansicht haben für den Dampf. Wo man dann den Zylinderdruck und den Kesseldruck beobachten kann. Der Zylinderdruck ist relativ hoch. Und trotzdem wird er nicht schneller. 3 Promille Gefälle haben wir. Oder beziehungsweise Steigung. Wir fahren ja bergauf hier. Jetzt geht der Druck aber hoch. Meilen noch. Ich schalte ab, 6 Promille Gefälle. Ich schalte ab. Im Druck von den Zylindern. Abschalten machen wir hier nicht. Wir sind bei einer Dampflok unterwegs. Und dann nähern wir uns mal vorsichtig Runcorn. Jetzt passiert. Ruf. Was sagen, ey? Was ist denn jetzt los? Ich bin nur aufgestanden. So, ich löse noch mal ein bisschen aus. Warum hat der jetzt so schnell ausgelöst? Der Auswerfer ist noch zu. Irritierend. So, 800 Yards. 700. Da kommt der Bahnsteig. Gehen wir mal kurz in die Innenansicht, damit ich den Auswerfer zur Not mal vollständig öffnen kann, damit er direkt Bremsen löst. Dafür ist es ja gedacht, dass die Bremsen schneller lösen. Und mehr Dampf mit einem Mal in Bremsanlage wieder bekommen.
Ja, nicht übers Halt vorne jetzt fahren. Sonst wäre nämlich die Arbeit wieder von Poppes. Noch möglichst dicht ranfahren und anhalten. Das sollte passen. Jawohl, wir machen mal die Türen auf, lassen die Fahrgäste raus. Die Türen wieder zu. Sind denn jetzt noch Fahrgäste in unserem Zügli? Oder sind die jetzt alle plötzlich rausgespawnt? Alle plötzlich rausgespawnt hier. Innerhalb von Sekundenbruchteilen. Wenn das mal immer so wäre. So, dann fahren wir nach Speak. Na. Die Zylinder hier aufmachen, damit er nicht durchdreht. Die 6,1 Meilen haben wir dann nochmal, mit dem leeren Zug nach Speak zu fahren. Und hoffe ich, dass das da alles funktioniert. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Leistung raus, weil ich glaube, dort unten war ein ganz fieses Signal gestanden. Was relativ kurz kommt. Ich muss den Auswerfer auch nochmal wieder zumachen. Upp. Gehen wir nochmal Gas. Nicht so schüchtern, Rama. Nicht so schüchtern. Wir haben auch relativ viel Gleisanlage verbaut, die überhaupt gar nicht genutzt wird im Verlauf der Fahrplanfahrten bzw. Szenarien. Auch wieder ein bisschen schade. Diese ganzen Gleisanlagen hier unten, die werden alle gar nicht so richtig benutzt. Aber was hier an der Strecke natürlich durch die Dampfloks bedingt auffällig ist, dass wir relativ viele Wendepunkte haben. Oder Möglichkeiten, die Loks zu drehen in Form von Drehscheiben. Oder hier unten zum Beispiel könnten wir jetzt auch einmal im Kreis fahren und könnten drehen, genauso wie wir es hier machen könnten. Also da die verschiedensten Möglichkeiten, um die Lok wieder mit dem Schornstein nach vorne auszurichten. So, da ist grün. Und rot. Das ist nämlich das, was ich jetzt vorhin meinte, mit diesem fiesen Signal da unten. Dass die Bremsen mal wirken. Noch sehe ich das Hauptsignal da hinten nicht.
schwer zu erkennen, aber ich sehe zumindest mal das Gebälk. Also das, da kann man ungefähr ahnen, wo das Signal gleich kommt. Jetzt ist es aufgegangen. Sehr gut. Lösen wir die Bremsen. Jetzt sind sie sogar komplett gelöst. Dann würde ich mal sagen, im Rahmen der Dampflokomotiven mal Volldampf. Oh, da vorne ist noch 20. Nochmal so nochmal ein Spurwechsel anscheinend. Soweit alles grün. Weil hier haben wir ein viergleisiges Gleisgelände, den wir da rumfahren können. So, aufpasse, dass wir nicht über ein rotes ballern. Aber da vorne ist erstmal noch grün. Bin jetzt schon bei den 45 Minuten angekommen, die für das Szenario veranschlagt waren. Ich hoffe so hart, dass das nachher funktioniert, aber die letzten Male hatte ich echt Glück gehabt. Dann, wenn da irgendwas mal nicht funktioniert, dann hat es jetzt doch wieder funktioniert. Bei Spirit of Steam haben wir natürlich noch nicht viele Updates bekommen, ne? Also da... heißt es weiter hoffen jetzt. Gleis 5, zurücktreten von der Bahnsteigkante, ein Zug fährt durch. Na, da haut uns da vorne ganz schön ab, der mit seinem Personenzug. Hier hinten, da kommen wir nachher an und da ist nachher ein Güterzug, der hier irgendwie reinrangiert wird und dann aber irgendwie nicht mehr so vernünftig rauskommt. Und das ist der, der uns das Deadlock nachher beschert. Hoffentlich nicht mehr. Das ist jetzt natürlich die große Frage. Ich gehe nochmal ein bisschen runter mit dem... nochmal ein bisschen mehr Druck auf die Zylinder bekommen. Und 6 Promille ist er schon wieder leicht überfordert. Was wiegen wir eigentlich? 400 Tonnen.
Eigentlich nicht so viel, aber die hintere Lok, die läuft ja auch nicht mit, ne? Zweieinhalb Meilen. Ich schalte mal ab. Geht bergauf und wir dürfen gleich Innenhof 15 fahren. Dann schauen wir mal, dass das hier alles funktioniert. Noch rangiert hier hinten nichts. Okay, alles klar, dann passt das ja erstmal noch. Vielleicht bin ich diesmal auch einfach schnell genug. Kann ja auch sein, dass man in so einem Szenario irgendwie, wenn man zu langsam ist, dass man dann dadurch so einen Deadlock erzeugt. Kann ich mir schon vorstellen. Auf jeden Fall sind wir schon mal auf Speak angekommen. Das ist schon mal die halbe Miete. Er schaufelt munter weiter seine Kohlen da hinten. Leicht bergab geht's immer noch. Jetzt ist der Kessel auch wieder voll mit Dampf. Jetzt geht's rein in den Bahnhof. Weichen hier hinten nochmal kurz kontrollieren. Das passt aber.
Mann, die Weiche interessiert uns nicht. War ein bisschen zu schnell. Und relativ schnell geregelt. Ein bisschen Dampfbremse und dann läuft das. Doch früher auch nervig gewesen sein mit den ganzen Handweichen. Aber dann bewegt sich da irgendwas? Nee, immer noch nicht. Also sieht bis jetzt ganz gut aus, dass das hier alles wohl funktionieren könnte. Und wir kommen da langsam angetuckert. So, ich mach mal einen Zielpunkt an. Ein bisschen Lautstärke rausnehmen, indem wir auch nochmal ein bisschen Dampf rauslassen hier. Kann ich eigentlich den Kesseldruck auch... die Zylinderhähne eigentlich runterbringen, oder? Nee. Da müssten wir den Heizer jetzt ausstellen können. Aber das geht ja noch nicht, weil wir den manuellen Heizer noch nicht haben. Schon bei 53 Minuten, 45 soll das Ganze eigentlich nur gehen. Mal kurz aufdrehen. Ganz schön laut mit den Dampfloks. So, kuppeln Sie die Wagen ab und bringen Sie die Maschine in den Schuppen, damit sie untersucht werden kann. Okay, wir steigen mal aus. Doch, hoffentlich funktioniert das jetzt alles. Warten auf unseren Zielpunkt, damit wir genau wissen, wo wir abkuppeln. Nicht, dass wir da jetzt irgendwas verkehrt machen, das könnte ja auch daran gelegen haben beim letzten Mal. Aber das ist schon richtig, dass wir die Personenwagen hier abstellen. Okay, soweit so gut. Steigen wir wieder ein. Das Signal vorne ist noch zu. Jetzt kommt der hier raus, rangiert. So, den beobachten wir jetzt mal. Da hinten kommt er raus. Und wir sollen da auf die Weiche nachher drauf fahren. Hoffentlich funktioniert das jetzt alles hier.
So, der besetzt jetzt den Streckenblock, in den wir gleich rein sollen. Unser Signal ist immer noch rot. Ich möchte mal eine Anfrage stellen, mal gucken, was passiert. Auf Signalwechsel warten. Lass mal den mal hinter das Hauptsignal noch ziehen. Aber nicht funktioniert das. Ich habe keinen Bock, wieder eine Folge in die Tonne zu treten. Würde das ansonsten wirklich einfach veröffentlichen. Abgelehnt. Abgelehnt. Ja. Er holt sich da jetzt noch andere Wagen raus. Wir haben eigentlich nicht mehr viel zu tun auf der Liste. Immer noch warten. Müssen wir eigentlich theoretisch hin, irgendwo hier unten, ne? Ja, irgendwo Lokschuppen da hinten. Da haben wir zwar Schuppen, aber es sind keine Lokschuppen. Das ist auf jeden Fall der Güterzug, der hier immer blockiert. Na, wo ist er jetzt? Wo stehen wir? Da hinten? Da. Diesen da. Er kuppelt jetzt an und dann soll er eigentlich rausfahren. Aber das Signal hier vorne geht immer nicht auf. Dieses da. Dieses Hauptsignal. Immer noch abgelehnt. Jetzt fährt er los. Das Hauptsignal hier vorne, das ist immer noch zu. Aber der Laufweg für den Zug wäre aber theoretisch gestellt. Schau mal. Er kommt hier raus. Über dieses Gleis, der geht gerade. Geht auch gerade, geht gerade, geht gerade, gerade, gerade. Und unsere Weiche ist noch gar nicht gestellt. Okay. Nur diese hier vorne ist gestellt. Diese da. Dann schauen wir doch mal, was jetzt passiert hier. Ob es jetzt weitergeht oder nicht. Er steht hier erstmal und wartet auf Ausfahrt. Wo fährt er dran vorbei? Nein, bleibt stehen. Mit der Zugspitze ist er zwar rübergefahren, aber er bleibt stehen. Immer noch auf Signalwechsel warten.
Ja, wir kommen hier nicht vorbei. Wir können hier noch nicht mal die Loks irgendwie drumherum fahren, dass wir jetzt irgendwie schummeln könnten. Selbst das geht nicht. Das Signal hier, also die Weiche hier, die ist richtig gestellt. Vielleicht geht ja deswegen das Signal hinten nicht auf. Mal gucken, daran liegt. Hier nochmal rumlegen. Geht auch nichts. Der da hinten, das ist der Güterzug, der blockiert. Diesen hier. Haben wir noch irgendein Signal? Also das ist dieses Hauptsignal, das ist gar nicht dieses Hauptsignal, ne? Haben wir noch irgendwas anderes, was sich hier bewegt in dem Bahnhof? Aktuell. Nö. Gar nichts, kommt von hinten noch irgendwas. Auch nicht. Und hier oben kommt auch nichts. Dieses Signal ist das, was hier stört. Okay, ich werde die Folge veröffentlichen. Das ist mir jetzt egal. Wollt ihr ruhig sehen, dass das hier nicht funktioniert? Vielleicht habt ihr eine Lösung. Jetzt nochmal einen Moment warten. Vielleicht passiert da doch noch was. Aber ich kann nicht an dem Hauptsignal davon vorbei. Ich habe es schon mal ausprobiert und dann war das Szenario für mich dann auch beendet. Dieses Hauptsignal ist das Problem. Aber der Laufweg für den. Also der Fahrweg ist gestellt für den Güterzug, dass er hier rausfahren könnte. Na, dann warten wir noch einen Moment ab, mal gucken. Vielleicht passiert ja noch was. Aber es ist immer ärgerlich für die Zeit, die ich halt einfach hier rein investiere, weil das jetzt, wenn das nicht funktioniert, halt einfach jetzt eine Stunde ist, die ich in die Tonne getreten habe. Das ist halt das Ärgerliche an der ganzen Situation. Keine Anstalt, mich hier rauszulassen. So, der Zug ist auf jeden Fall besetzt, ne? Also, Lokführer ist da. Ein Heizer hat er nicht. Aber das soll jetzt mal nicht das Problem sein, oder? Ich kann den Zug auch nicht selber bewegen, das ist, beziehungsweise würde ich ja auch über Halt fahren. Fünf Minuten gebe ich dir noch, bevor ich mich anfange aufzuregen. Immer noch keine Anstalten.
passiert nichts, ne? Ich habe jetzt hier mal ein Vergleichsvideo offen. Bei dem geht das Signal sofort auf. Wieder auch auf dem PC. Also irgendwas stimmt hier nicht. Dann versuchen wir nochmal eine Kleinigkeit. Vielleicht funktioniert das ja. Wir nochmal ins Hauptmenü und versuchen nochmal mit einem Ladeversuch. Ansonsten hat sich das Thema dann gegessen. Dann lade ich das jetzt so hoch. Also bei dem hat es funktioniert. Da ist noch einer. Gucken. Bei dem auch. Der fährt rein. Signal ist noch rot. So, dann hält er an. Signal immer noch rot. Er kuppelt ab. Er steigt auf, setzt sich hin, Signal ist grün. Keine Chance, ich komme hier nicht raus. Okay, dann lade ich das Ding mal so hoch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Problem gelöst habt. Ich werde es dann nochmal irgendwann machen müssen. Ja, geht ja nicht anders. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit TrainSimWorld 2. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Daumen nach oben nicht vergessen, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und natürlich den Discord-Hinweis nochmal. Der Link dazu wie immer in der Videobeschreibung. Einfach reinkommen und mit dabei sein. Und euch dann noch einen schönen Abend und gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.